Wir wollen darüber noch mal sprechen mit dem Soziologen Detlef Pollack von der Uni Münster. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Schleiß. Warum sind viele Menschen in Ostdeutschland aus Ihrer Sicht nach wie vor so unzufrieden mit ihrer Lebenssituation und der Politik, also den viel zitierten, denen da oben? Es ist eine Minderheit, die unzufrieden ist, eine beachtliche Minderheit, aber die meisten sind eigentlich mit ihrem Leben eher zufrieden. Also wenn man sie fragt, ob sie der Meinung sind, dass sie mit ihrer ökonomischen, mit ihrer persönlichen ökonomischen Situation zufrieden sind, dann sagen zwei Drittel ja. Auch die Vorteile der Wiedervereinigung sehen die meisten der Menschen. Aber es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, beispielsweise ein Drittel, ein bisschen mehr, die sagen, ich bin unzufrieden. Und die Frage ist natürlich, warum das so ist. Und kann man diese Gruppe von Menschen irgendwie eingrenzen? Ist das eine Generationenfrage, eine bestimmte Gruppe, Altersgruppe auch? Ja, das kann man ein bisschen eingrenzen. Also es sind vor allen Dingen die Jüngeren, die sich beklagen und die auch stärker dazu neigen, die AfD zum Beispiel zu wählen. Mehr Menschen auf dem Land, zum Teil nicht so hochgebildet, was man aber nicht feststellen kann, und das ist eigentlich der interessante Befund, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Neigung, rechtspopulistisch zu wählen und der eigenen ökonomischen Lage. Es geht den Menschen im Osten, das muss man feststellen, in der Regel ziemlich gut. Also sie wohnen auf dem Dorf und haben ja Einfamilienhaus, und vor dem Einfamilienhaus steht der SUV, aber sie sind eben trotzdem unzufrieden und beklagen sich. Aber woher kommt dann dieses Gefühl? Worüber klagen Sie dann? Ja, das sind in meinen Augen vor allen Dingen zwei Dinge, oder zwei oder drei. Also ganz entscheidend ist, man fühlt sich marginalisiert, man fühlt sich nicht wahrgenommen. Wir haben keine Stimme, sagt sogar eine Mehrheit. Ein zweiter Punkt ist, dass man der Auffassung ist, die Politik schreibt uns vor, wie wir zu leben haben, also was wir zu essen haben, wie wir uns gegenüber den Migranten zu verhalten haben, dass wir sie willkommen heißen sollen, dass wir nicht stolz sein dürfen auf unsere Nation. Und das ist sozusagen so ein Gefühl, dass man sich bedroht fühlt gewissermaßen durch die Zumutungen, die die Politik einem auferlegt. Und vielleicht der dritte Punkt, der hängt damit den anderen beiden sehr eng zusammen. Man sagt dann, also in diese Institutionenordnung, in dieses Parteiensystem können wir kein Vertrauen haben. Die schreiben uns vor, was wir zu denken haben. Die beachten uns nicht, der kleine Mann wird gar nicht gesehen. Und man versteht sich gewissermaßen als, als ein Volk, was irgendwie gedemütigt ist, ohnmächtig ist, nicht wahrgenommen wird, marginalisiert ist. Aber nehmen wir mal diesen Satz, den Sie gerade gesagt haben, der kleine Mann wird nicht gehört. Das klingt so pauschal wie diffus. Woran machen die Menschen das fest? Also auch den Vorwurf, wonach sie ihre Meinung nicht frei äußern können. Und das sagen sie ja frei, zum Beispiel in das Mikro von Jesse Wellmer. Ja, da gibt es ganz genau, wie Sie das auch jetzt sagen. Ja, es gibt einen performativen Widerspruch. Sie können sich frei äußern und behaupten, Sie könnten es nicht. Und man muss über Unehrlichkeit und über Unaufrichtigkeit sprechen an dieser Stelle. Aber es gibt sozusagen einen ostdeutschen Diskurs. Es ist ein Trotzdiskurs, ein Unzufriedenheitsdiskurs, ein Klagediskurs. Und der hat auch eine ökonomische Grundlage. Sie liegt aber weit zurück in meinen Augen. Der wichtigste Punkt sind die Transformationsprozesse in den 90er Jahren. Und in dieser Zeit haben die Menschen Erfahrungen von Arbeitslosigkeit gemacht. Sie mussten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchlaufen, die wenig gebracht haben. Fast in jeder Familie hat man irgendeinen Menschen, der arbeitslos geworden ist. Also es ist sozusagen da das Gefühl entstanden von Perspektivlosigkeit und von Ohnmacht. Und das wird in den Familien seit Jahren, seit Jahrzehnten weitergegeben. Und man kann das pflegen und es wird gepflegt. Und man kann dann sozusagen, dass dieses Bewusstsein, dass da im Osten etwas ganz anders ist, als es eigentlich sein müsste, das kann man dann auch nochmal versuchen zu inszenieren und positiv zu wenden. Dann die junge Generation sagt dann, ja, wir sind stolz darauf, Ostdeutsche zu sein. Aber ganz typisch ist eben, wir sind irgendwie anders und wir werden zu dieser Andersartigkeit von anderen gemacht. Also die Ostdeutschen fühlen sich sehr häufig stigmatisiert als Bürger zweiter Klasse. Wobei eins noch interessant ist, ich persönlich fühle mich gar nicht als Bürger zweiter Klasse, sagen die Menschen.
Aber die Ostdeutschen schlechthin, da ist es eine Mehrheit, die sagt, ja, die sind Bürger zweiter Klasse. Inwiefern ist damit also dann quasi das Klagen zum Selbstzweck geworden? Heißt, man beschwert sich, um sich zu beschweren? Also das ist nicht nur Selbstzweck, das ist auch effektiv. Denn man kann auf diese Weise Beachtung einklagen und die Beachtung wird auch gewährt. Also allein diese Sendung jetzt und das mal so über den Osten ganz viel berichtet. Große Zeitungen machen Serien, wie tickt der Osten? Man muss sich darum bemühen, die Ostdeutschen zu verstehen. Sie dürfen ihre Biografie erzählen, sie dürfen klagen, man muss ihnen zuhören. Der Bundespräsident sagt, wir müssen einen Pakt der gegenseitigen Wertschätzung schließen. Gelder fließen nach dem Osten, also es werden Chipfabriken gebaut. Also das Klagen ist vielleicht auch Selbstzweck, um sich so ein bisschen zu entlasten, aber es ist auch effektiv. Gerade wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel die Ampelparteien in den Umfragen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen dastehen, wie gefährlich ist dieses Negativgefühl, was Sie da auch beschreiben, bei den betreffenden Menschen? Also ein wichtiger Punkt in dem ganzen Diskurs ist, und das kam jetzt auch in dem kurzen Filmausschnitt zum Tragen, die Menschen stellen die Demokratie nicht in Frage. Sie sagen, das ist nicht die richtige Demokratie und wir können ja nicht sagen, was wir eigentlich sagen wollen, aber die Demokratie ist im Grunde genommen akzeptiert. 80% der Ostdeutschen sagen, die Demokratie ist die beste Staatsform, die wir haben. Nur nicht eben die Demokratie, wie sie hier in der Bundesrepublik gelebt wird. Und da würde ich sagen, also so gefährlich ist es gar nicht. Im Großen und Ganzen würde ich davon ausgehen, dass auch im Osten die Demokratie breit unterstützt ist und relativ stabil. Aber wie erklärt sich dann, dass viele Menschen offenbar dazu neigen, Parteien zu wählen oder zu ihnen zuzustimmen, die genau diese Demokratie bekämpfen? Ja, das sind sozusagen Kollateralschäden, die man in Kauf nimmt. Man möchte eine Stimme haben. Und man denkt, dass man, wenn man die AfD wählt, dass man dann eher gehört wird. Das ist auch eine Art Protest. Nicht nur Protest, aber auch sehr stark Protest. Und es soll sozusagen den etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen. Und ich würde sagen, das hat ja auch Erfolg. Sie werden gehört und man nimmt auf die Ostdeutschen Rücksicht. Und wenn die etablierten Parteien, die demokratischen Parteien so schlecht abschneiden, dann sind sie gezwungen, darüber nachzudenken, wie man auf die Bedürfnisse der Ostdeutschen stärker eingehen kann. Und wie kann das aussehen? Das ist nicht so leicht. Ich glaube, dass es da sozusagen in diesem Diskurs so eine Art Verfestigung gibt, dass also Trotzhaltung, Verdrossenheit, Unmutsbekundung sich gewissermaßen verfestigt haben zu einer Mentalität des Ressentiments. Um das aufzubrechen, wird man sagen müssen, dass man viele Menschen gar nicht mehr so ohne weiteres erreichen kann. Aber ich würde sagen, auf keinen Fall sollte man die Menschen belehren und ihnen erklären, was sie falsch machen. Das bringt sofort Abwehrreaktionen hervor. Der zweite Punkt, den man sagen könnte, man sollte versuchen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wahrgenommen werden. Das wird ja auch gemacht, aber es kommt zum Teil nicht an. Also, dass sie das Gefühl haben von Selbstwirksamkeit und dass sie irgendwie an dem Gemeinwesen teilhaben wollen. Denn sie wollen ja irgendwo auch gehört werden. Sie wollen ja auch zum Teil gestalten. Sie wollen, dass es anders wird. Also, sie sind nicht einfach nur passiv, sondern sie sind eben unzufrieden. Und das ist auch im Grunde genommen ein kreatives Moment, was man aufgreifen kann. Vielen Dank, Detlef Pollack.